Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zu der letzten Episode des Samuel Lift Podcasts im Jahre 2019. Und die heutige Episode widme ich dem Jahresrückblick. Und nicht nur dem Jahresrückblick, auch der ganzen Entwicklung, die in den letzten 2 Jahren hier passiert ist mit mir und mit diesem Kanal und mit den Menschen um mich herum. Es ist wirklich unglaublich. Und womit ich anfangen möchte, ist das Ende des Jahres 2018. Ich habe diesen Kanal letztes Jahr, Ende des Jahres, gegründet, aufgrund dessen, dass es mir in meinem Leben noch nie so schlecht ging wie letztes Jahr. Der Zustand letztes Jahr war wirklich unglaublich schlimm. Ich hatte seit, ich glaube, 4-5 Monaten kein Tageslicht gesehen. Und wenn ich Tageslicht gesehen habe, war ich komplett vermummt und man hat nur meine Augen gesehen, weil ich mich nicht selber angucken lassen wollte und mich auch nicht selber angucken konnte. Es war, ich konnte mich im Spiegel nicht mehr erkennen. Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich wusste nicht, was ich hier mache. Ich wusste nicht, warum ich weitermachen soll. Und das war der Standpunkt letztes Jahr Ende. Mir ging es so schlecht. Ich hatte eine extrem große Zahnlücke aufgrund dessen, dass ich davor eine OP hatte. Die Gaumennahterweiterung, auf der ich hier auf YouTube zumindest extrem lang gesprochen habe. Und ich hatte so schlimme Akne, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich mir mein Gesicht gerne einfach abreißen würde und irgendein anderes Gesicht aufsetzen würde, das zumindest nicht meinem ähnelt, weil ich mich gehasst habe fast schon. Das war das Gegenteil von Liebe, es war Hass, was ich mir entgegengebracht habe. Und es ist so interessant, weil jetzt haben wir 1 Jahr später und die Welt, das hat sich für mich um 360 Grad fast gedreht und mir geht es so viel besser. Und wie das Ganze passiert ist, möchte ich heute mal berichten, wie mein Jahr denn so war. Also das Ende letzten Jahres haben wir schon besprochen, dass es mir da wirklich unglaublich schlecht ging. Und im Januar hieß es dann für mich, nach 6 Monaten wirklich nur in meinem Zimmer, Depressionen des Grauens haben mich eingeholt. Ich habe, wie gesagt, so eine schlimme Depression noch nie im Leben gehabt. Es ging mir unglaublich schlecht. Und im Januar, ich glaube, es war ungefähr der 12. Januar oder 13. irgendwas in dem Bereich, wo mir gesagt wurde, okay Samuel, du musst wieder arbeiten gehen. Es muss wieder losgehen. Und ich habe mir auch gesagt, okay, ich möchte jetzt wieder anfangen zu leben. Und das habe ich dann auch getan und habe mich im Januar wieder ein bisschen eingewöhnt, sag ich mal, in die Realität, die mich ja umgibt und die, in der ich leben möchte. Ich habe mit Arbeiten wieder begonnen, trotz der extrem großen Zahnlücke und der Akne, habe ich dann zum ersten Mal angefangen, mich offen zu zeigen und offen trotzdem Dinge zu machen, trotz dessen, dass ich mich nicht selber lieben konnte. Und im Februar fing es dann langsam an, dass die Zahnlücke sich geschlossen hat, zumindest äußerlich ein bisschen besser mich gefühlt habe und auch zeigen konnte. Und die YouTube-Videos, die ich gemacht habe, haben mich immer mehr motiviert und ich habe da ein Ziel vor Augen gehabt mit diesen Videos und den Podcast. Der Podcast ist ja meine Leidenschaft hier. Das mache ich aus purer Leidenschaft. Es gibt nichts, was ich lieber machen würde, als jeden Tag gefühlt einen Podcast mit anderen Persönlichkeiten aufzunehmen. Die YouTube-Videos wurden immer besser. Ich war so motiviert. Es war unglaublich, wie viel, besonders wegen dieser Kiefer-Sache und wegen der Akne-Sache, so viele Leute auf mich zukamen und mir einen Dankessegen auf Instagram geschrieben haben. Das war für mich unbeschreiblich. Und im März, zwischen dem Bereich März und Juni, habe ich mich dann wieder resozialisiert. Ich habe meine alten Freunde wieder aufgenommen quasi und ich habe mich dem wieder geöffnet, obwohl es für mich so schwer war. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich davor mich von allem getrennt habe. Ich habe mein Handy wirklich ungelogen ein halbes Jahr nicht angefasst. Ich habe mein Handy weggepackt und niemanden irgendwie ein Lebenszeichen von mir gegeben, weil ich nicht mehr in der Lage dazu war. Ich habe mich nicht in der Lage dazu gesehen, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Es war mir wirklich so, so, so schlimm. Und zwischen März und Juni habe ich es dann geschafft, alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen, indem ich eben wieder Kontakt aufgenommen habe, trotz dessen, dass ich mich fast ein halbes Jahr und noch länger sogar mich nicht einmal gemeldet habe. Und trotz dessen habe ich es geschafft, diesen Menschen wieder in die Augen zu gucken und mich zu entschuldigen und wieder mein Leben aufzunehmen und mit Freude aufzunehmen. Das war wirklich unglaublich. Und dann habe ich auch wieder mit Sport, fing wieder gut an. Ich habe mich wieder reinbekommen. Ich habe natürlich noch alte Fehler gemacht, die ich mittlerweile fast alle ausgeschlossen habe und mich so krass weiterentwickelt habe. Auch was das Essverhalten angeht. Das ist eine extrem lange Geschichte. Ich habe ja im Jahre 2016 ungefähr 40 Kilo abgenommen. Und in den letzten 2 Jahren habe ich mich wirklich immer so Diät und
ich habe mich so zu, so gar nicht, mir nichts erlaubt quasi, was Essen angeht. Und trotzdem habe ich dann immer diese Binge-Eating-Attacken gehabt, über die ich auch schon gesprochen habe, dass das auch ein Riesenproblem für mich ist. Binge-Eating ist die Krankheit, dass du eben unwillkürlich, ohne Bremsen, haufenweise Essen in dich reinschaufeln musst, um irgendeine Leere, die ich habe, mangelnde Selbstliebe zum Beispiel, zu füllen. Was aber durch Essen bei mir noch nie funktioniert hat, außer teilweise, also kurzzeitig funktioniert es natürlich, aber danach eben nicht. Und das habe ich jetzt fast schon ausgeschlossen, weil ich mich ja viel mehr, ich kann euch mal ein Beispiel bringen, okay, wenn ich im Jahre 2018, genau vor einem Jahr, aufgestanden wäre, hätte ich so einen schlimmen Weg vor mir gehabt. Und wenn ich jetzt heute aufstehe, ein Jahr später, ist der Weg vor die Tür tausendmal einfacher. Tausendmal einfacher. Und trotzdem geht es manchmal noch schlecht, aber trotzdem ist es tausendmal einfacher geworden, vor die Tür zu gehen, als noch vor einem Jahr. So, ich habe meine Muskeln wieder stärken können und mit dem Training wieder anfangen können, so einigermaßen. Und dann im Juni diesen Jahres war meine letzte Operation. Und die OP war nochmal wirklich für mich so ein Endziel, was ich mir immer erwünscht habe, weil ich weiß nicht, ob das ein paar von euch wissen, ich hatte davor 18 Jahre meines Lebens einen Unterbiss. Und dieser Unterbiss hat sich nicht nur äußerlich gezeigt, sondern auch innerlich. Ich konnte nicht richtig abbeißen, ich konnte nicht richtig kauen, ich konnte nicht richtig zubeißen, ich konnte nicht richtig sprechen. Und das hat sich bei mir so lange manifestiert, dass das für mich so ein riesiges Problem war, mit dem ich nicht mehr leben konnte. Ihr müsst euch vorstellen, Unterbiss entsteht dadurch, für die zuhören, dass eure Unterkiefer vor dem Oberkiefer liegt und ihr quasi nicht wie normale Menschen mit dem Oberkiefer, so wie ich jetzt auch, vor dem Unterkiefer sind, sondern der Unterkiefer eben im Vordergrund steht. Und ich habe nicht lächeln können. Ich habe mich nicht getraut zu lächeln, weil mein Kinn so weit nach vorne geragt hat in meinen Augen, dass ich nicht, es war nicht möglich. Ich konnte es einfach nicht. Ich konnte es nicht über die Seele bringen, zu lächeln nach dieser Operation. Als zum ersten Mal, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in dem OP-Saal, also nach der Operation aufgewacht bin und gesehen habe, dass meine Zähne, mein Kiefer richtig aufeinander sitzt, habe ich mich so gefreut und ich freue mich auf den Tag, wenn die Zahnspange raus ist in ungefähr 3-4 Monaten und ich zum ersten Mal von einem Apfel abbeißen kann zum Beispiel. Einen Apfel beißen kann mit voller Kieferkraft und mit richtigen Zähnen. Also Kiefern, die aufeinander passen. Ich kann mir nicht vorstellen, was das für ein befreiendes Gefühl war, aus dem OP-Saal rauszukommen. Das war dann meine dritte, vielleicht auch vierte Operation, wenn man die Mando-OP dazu zählt, war das meine vierte Operation innerhalb von einem Jahr, innerhalb von 12 Monaten, 4 Operationen, die ich hatte. Und das war die letzte, das war der Abschluss. Das war im Sommer diesen Jahres, das war der Abschluss. Und ich weiß nicht, also nach dieser Operation ging es auch nur, also stetig bergauf. Natürlich habe ich noch meine Tiefphasen gehabt. Aber wenn man den Durchschnitt zieht von den letzten Monaten und Durchschnitt vom letzten Jahr in den letzten Monaten, war das wirklich tausendmal schöner, dieses Jahr gelebt zu haben, als das Jahr davor. Ich bereue es aber nicht, das Jahr, was ich davor. Das hat mich zum heutigen Moment geführt. Ich würde das ja heute nicht tun, wenn das letzte Jahr nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen wäre und auch die ganze Vergangenheit nicht so passiert wäre, wie sie passiert ist. Ich bin für so viel dankbar, auch was ich machen durfte, was ich machen darf mit dem Podcast, mit den Videos. Das ist für mich mein Traum. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mit euch und noch viel mehr Menschen teilen kann, als ich jetzt schon darf. Und dann nach dieser Operation habe ich dann auch wirklich die letzten Schmerzenspunkte abhaken können. Auch mit den ganzen Kontakten, die ich jetzt gesammelt habe. Zum Beispiel auch Benno, der mir privat sehr viel Wissen vermitteln kann, auch was das Thema Selbstliebe und Selbstreflexion angeht. Ich arbeite mit Selbstreflexion schon seitdem ich 15 oder 14, vielleicht auch noch früher, Jahre alt bin. Und der Benno hat mir da nochmal privat einen Riesenschritt nach vorn geholfen. Und ich bin dir, Benno, auch nochmal sehr dankbar, dass du hier in mein Leben getreten bist an der Stelle. Auch allen anderen Menschen, die mir privat helfen, euch allen sei gedankt und jedem anderen, der mir auf Instagram schreibt, der mir einen Kommentar da lässt, gibt mir so viel Motivation, weiterzumachen und den Weg, den ich gehen möchte, auch zu schaffen. Und dann kommt es auch zu dem Thema, dass ich auch noch in vielen,
in vielen Lebenslagen noch einen Kampf sehe, was aber gar kein Kampf sein muss. Es muss mir eine Freude bereiten und nicht für mich im Kopf einen Kampf darstellen. Daran möchte ich auf jeden Fall arbeiten in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen, je nachdem, wie lange es eben dauert, werden wir herausfinden. Und nach der Operation, als ich dann also wieder 6 Wochen lang nur nichts machen konnte, aufgrund dessen, dass ich eben bettlägerig war und mir es körperlich eben schlecht ging, außer eben, dass ich mich jeden Tag ein bisschen steigern konnte. Danach ging es dann wieder los mit Arbeiten und dem Leben wieder ins Auge schauen. Und wenn man so lange Zeit, viermal, du musst euch vorstellen, dass ich viermal innerhalb von einem Jahr extrem lange Auszeit hatte, dann hast du extrem lange Zeit, in der du nachdenken kannst und wirklich wirklich frei denken kannst irgendwann. Wenn du ein paar Wochen lang wirklich nur alleine bist, fast, und nur nachdenkst den ganzen Tag und dich ablenkst mit Serien, mit anderen Dingen, mit Essen, was auch immer, irgendwann denkst du einfach nur nach. Und in dieser Zeit habe ich so viel dazulernen können, privat natürlich, was mich selbst angeht, was mein Denkensmuster, meine Denkensweise angeht, generell die Sicht, die ich aufs Leben habe. Und dann fängst du damit arbeiten. Natürlich habe ich da auch meine Schwierigkeiten, was das Arbeiten angeht. Da ich eben ein Mensch bin, der gerne 100% gibt und gerne auch sehr emotional manchmal in manchen Punkten handle. Das ist bei mir noch sehr stark ausgeprägt. Deswegen bin ich da sehr schnell im sehr hohen, ich sag mal sehr hoher Frequenz unterwegs, dass ich wirklich alles schaffe und dann auch manchmal in sehr niedriger Frequenz. Und ich muss eben lernen, im nächsten Jahr, ich hoffe, ihr könnt mich da begleiten, einen gesunden Mittelweg zu finden. Und da bin ich auf der Suche, das zu schaffen. Und heute, jetzt haben wir fast schon ein halbes Jahr nach der Operation. Wenn ich auf die letzten 6 Monate allein schon zurückblicke, dann sehe ich Riesenfortschritt in allen Bereichen. Ich glaube, es ist lange her, dass ich in meinem Leben so viel Spaß haben durfte wie in den letzten 6 Monaten. Und dafür bin ich auch erneut, ich weiß, das sage ich sehr oft, jedem Einzelnen da draußen, der mir irgendwas schenkt, ob es ein Lächeln ist oder ob das allein schon angucken ist, mir einen Blickkontakt schenken ist, dankbar sein. Jetzt sitzen wir heute mit dem positivsten Blick auf das nächste Jahr, weil ich weiß, dass das nächste Jahr für mich ein noch viel schöneres Jahr war. Die letzten 2 Jahre waren für mich wirklich der Kampf. Also das 2018 war wirklich ein purer Kampf und dieses Jahr auch. Aber ich freue mich ab heute, nicht erst übermorgen, wenn das neue Jahr beginnt, schon ab heute schon meine neue Rolle einzunehmen, mein neues Ich kennenzulernen, weil natürlich bin ich heute ein anderer Mensch als der Mensch, der ich vor einem Jahr war. Ich schaue da wirklich mit so einem positiven Licht drauf und freue mich dem nächsten Jahr entgegenzuwirken. Ich freue mich noch weitere Podcast-Episoden aufzunehmen. Ich freue mich noch weitere Videos. Es gibt noch so viele Themen, die ich machen kann. Ich freue mich einfach nur und das ist unglaublich. Danke für das schönste Jahr meines Lebens bisher. Und hoffentlich werden noch viele solcher Jahre folgen. Ich bin Samuel Lift und 19 Jahre alt mittlerweile und out of lifting. Hab noch ein schönes Restjahr und nicht vergessen, 2020 wird sehr schön. Hau da rein, Freunde. Samuel Lift ist out of lifting. Ciao, ciao.